Hallo, hallo, da bin ich wieder. Das ist das zweite Video mit Fehlern zum Thema Raten, Empfehlen, Beraten und so weiter. So. Welchen Anzug empfehlen Sie mir? Den grünen oder den braun-grauen? Entschuldigung, hier habe ich zu schnell geschrieben. Braun-grauen. Und es ist kein Fehler. Es gibt tatsächlich Adjektive, die zwei Farben zusammen bezeichnen. Und grau, nein, braun-grau. Wahrscheinlich ist es grau-braun, braun-grau, egal. Auf jeden Fall gibt es eine Farbe, die eine Mischung aus braun und grau ist. Sieht bestimmt ganz toll aus. So, welchen Anzug empfehlen? Was ist das für ein Wort? Also das Wort ist empfehlen. Ja, recommend. Welchen Anzug empfehlen Sie mir? Das ist die Form für Sie, Plural. Sie ist genauso wie Infinitiv und deswegen ist es empfehlen. Sehr einfach. Dann, ich möchte mir bei die Bank braten lassen, bevor ich ein Haus kaufe. Der russische Akzent passt hier nicht. Braten lassen, das ist so ein typisch arabischer Fehler. Also sorry Leute, aber ich kenne keine anderen Schüler, die so oft die Vokale vergessen in einem Wort. Und ich weiß, woher das kommt. Ich weiß, es gibt nicht so viele Vokale im Arabischen. Aber im Deutschen ist es wichtig. Was ist der Unterschied zwischen braten und beraten? Beraten bedeutet consult. Also, ich gehe zur Bank und möchte da nicht immer zur Bank. Ich weiß es nicht. Ich gehe zu einer Stylistin und lasse mich beraten, welche Farben stehen mir am besten. Oder sollte ich meine Haare in meiner Naturfarbe lassen? Das ist meine Naturfarbe übrigens, falls ihr euch gefragt habt, oder soll ich sie blond färben, zum Beispiel? Das ist beraten. Und braten ist das, was man in der Pfanne macht. Man gießt Öl in die Pfanne und dann kann man etwas braten. Kartoffeln zum Beispiel. So, das heißt, es ist ein Unterschied, ob man braten oder beraten sagt. Also, jetzt folgendes. Ich möchte mich beraten, wen mit Akkusativ. Ich möchte mich dann wo? Bei verlangt immer Dativ. Immer, immer, immer. Also bei der Bank. Beraten lassen, bevor ich ein Haus kaufe. Genau. Also ich gehe nicht einfach hin mit einem Koffer voll Geld und kaufe ein Haus, sondern ich lasse mich beraten. Weiter. Der Empfehlmann bei der Sparkasse hat versprochen, nein, versprach, mich zurückzurufen. Was ist das Problem hier? Wenn ich sage Empfehlmann, natürlich die meisten Leute verstehen, was ich damit sagen will. Empfehlen und Mann, also es ist eine Person, die Empfehlungen macht. Aber leider, leider gibt es ein bestimmtes Wort dafür und das Wort ist Berater. Also Consultant, Konsultant heißt auf Deutsch der Berater oder wenn es eine Frau ist, die Beraterin. Empfehlmann ist ein Wort, das es nicht gibt. Das habe ich erfunden. Vergesst es wieder. Dann rate mal, wie viel ich abgenommen habe. Abgenommen bedeutet I lost weight. Ja, похудела. Was nicht stimmt, weil im Urlaub in Italien kann man nicht abnehmen, fragt Eugen. Man isst die ganze Zeit Pizza und Eis, aber ja, das kann man ja dann später wieder abtrainieren, vielleicht. Also, was ist das Problem hier? Die Ratte war das Tier. Mir ist eingefallen, ihr kennt vielleicht dieses Cartoon über Ratatouille heißt da, glaube ich. Das ist eine Ratte, genau. Also, aber hier ist das Wort raten gemeint. Raten wie guess, ugadывать. Rate mal mit einem T. Rate mal, wie viel ich abgenommen habe. Und die richtige Antwort ist, ich habe nicht abgenommen. Vielleicht habe ich sogar ein bisschen zugenommen im Urlaub, das kann sein. Aber damit muss ich jetzt leben. So, und last but not least, zu guter Letzt gibt es noch einen falschen Satz. Ich brauche deine Räte nicht. Ich weiß schon alles. Nein, ich weiß alles selbst. Selbst oder selber. Dazu mache ich auch mal ein Video.
Was ist der Unterschied zwischen selbst und selber? So, was ist hier das Problem? Es gibt zwei Wörter für advice, serviert. Das eine ist der Rat, das andere ist der Ratschlag. Und das Problematische daran ist, in Plural gibt es komischerweise, ich weiß nicht warum, gibt es nur das Wort die Ratschläge. Es gibt zwar auch das Wort Rat in Plural, das heißt Räte, aber dann ist es zum Beispiel der Europäische Rat und der, ich weiß es nicht, Transatlantische Rat oder was es noch alles gibt. Das passt gerade hier nicht zum Thema, aber Rat wie Ratschlag, also Piece of Advice, hat den Plural die Ratschläge. Somit haben wir, ich brauche deine Ratschläge nicht. Das ist Akkusativ. Ich weiß alles selbst. So, das war das zweite Video mit Fehlern. Ich mache bestimmt noch mehr. Oder wenn ihr Lust habt und interessante Fehler macht, schickt mir einfach Sätze mit Fehlern. Ich mache gerne noch mehr Videos daraus. Okay? Wir sehen uns im nächsten Video. Ich danke euch und wünsche euch einen super schönen Abend. Bis morgen. Ciao.